mache heute Fullface Nushi Glam Make-up. Fang an mit diesem Primer. Ich habe alles noch nicht ausgetestet. Er sieht diesem Milk Primer schon sehr ähnlich. Aber ganz so klebrig ist er nicht. Bei dieser Foundation bin ich gespannt, ob ich die richtige Farbe erwischt habe. Ich muss sagen, sie fühlt sich super hochwertig an. Und es ist eine Hydrating Foundation. Oh ja, ich glaube, das passt sehr gut, Leute. Guckt mal. Ich hoffe auch, dass das mit dem Primer passt. Ich muss aber sagen, es lässt sich richtig schwer einarbeiten. Seht ihr das? Kann sein, dass es an meinem Schwamm liegt, aber ich mache meine Foundation immer mit einem Schwamm. Manche machen es ja mit einem Pinsel lieber. Aber ich mache es seit Jahren mit einem Schwamm und ich komme damit richtig gut zurecht. Aber guck mal, es funktioniert überhaupt nicht gut. Ich mache das jetzt mal zu Ende und dann sage ich nochmal das Fazit. Augen habe ich freigelassen und wir müssen ja bedenken, dass ich keinerlei Filter drauf habe und keinen Weichzeichner. Und dafür ist es dann doch ganz gut geworden. Ich habe einmal rosan und einmal normalen und ich nehme heute den rosan, weil ich habe auch rosanes Puder und dann sehe ich nicht mehr so ganz käsig aus, wisst ihr? Ich liebe einfach das Packaging und der soll so gut sein. Ich bin richtig gespannt, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber er ist ziemlich dickflüssig. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir geben jetzt immer da den anderen farbigen dazu, um zu vergleichen, ob er wirklich pink ist. Oh ja, das ist pink, pink, pink. Ich habe nur ein bisschen reingegeben, Leute. Ihr seht noch, wie viel auf meiner Hand ist. Ich habe viel zu viel genommen. Lass das mal ganz, ganz, ganz kurz einwirken. Und geben schon mal den Rest hier rüber. Oh mein Gott, was ist denn das für ein krasser Concealer? Ich kann nicht mehr. Vergesst Tarte, vergesst Anastasia. Das ist, was wir brauchen. Leute, dieser Concealer ist Full Coverage. Ich habe so wenig genommen und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir setten das mit diesem Puder. Es ist auch rosa. Ich mache das jetzt hier gleich mal ab. Vor allem, ich bin noch ein bisschen an der Nase lang gegangen und seht ihr, wie snatched die aussieht. Das ist so krass. Okay, also das Puder ist einmal hier oben festes Puder und hier unten ist es lose. Und wir nehmen heute das lose. So. Dann jetzt ein bisschen einziehen. In der Zeit. Kontur. Es kommt sogar die Sonne raus und machen jetzt noch ein bisschen Blush. Oh, ich liebe so, wie der riecht. Ihr müsst das mal mit einem feuchten Beautyblender verblenden. Ich lieb's. Und falls ihr denkt, das ist ein und derselbe, ich habe einfach von dem ganz viele. Zwischen mir ist Puder weg. Lipline habe ich hier so ein Vierer-Set. Ach nee, ist ein Dreier-Set, aber es war so günstig. Woher weiß ich jetzt, welche Farbe das ist? Wir nehmen einfach die Mitte. Fühlt sich auch so gut an. Das ging easy und jetzt machen wir ein bisschen, was ist das? Lipgloss? Plumping Lipgloss? Okay, First Crush. Okay, ich hätte vielleicht einfach die Farbe damit danach abstimmen müssen, aber ich wusste ja nicht, welche Farbe hinter welchem Lipliner steckt. Leute, an was erinnert uns das? An die von Tarte, diese, ihr wisst, was ich meine, diese Lip Plumper, Juice Dings. Die von Alicia, ihr wisst. Ihr wisst, welche ich meine, ihr wisst es. Das ist krass. Mascara habe ich keine gekauft, nehme ich jetzt einfach meine I Love Extreme Con Essence. So, und abschließend nehmen wir noch dieses Setting Spray. Das wäre das Full Face auf Chic Glam. Wie findet ihr es? Und ratet mal, was ich für alles bezahlt habe.